Was nur für ein Malheur offenbart sich da knapp 30 Minuten vor der Premiere. Da fehlen doch 2 Meter, der rote Teppich ist zu kurz und im Geiste sehen die keuchenden Teppichleger die Prominenz bereits ins Nasse warten. Doch zum Glück kommt Nachschub, es kann losgehen. Da pilgern sie ins Festspielhaus wie auf einer noblen Wallfahrt, die Damen und Herren aus Politik und Hochfinanz, aus Adel und Industrie. Fast 6 Stunden wird die Premierenprominenz den Liebesklagen Tristans und Isoldes lauschen, auf unbequemen Holzstühlen in eng geschnürten Roben und Smokinghemden. Ausnahmsweise dürfen wir hineinschauen in den Weihetempel, in die letzten aufreibenden Wochen vor der Premiere. Wenn es den Göttern dämmert, was hat sich da drin nicht alles zusammengebraut? Der Patron betritt die Bühne, borstig und kantig wie immer, 200 Sänger stehen stramm. Meistersingerprobe, 3. Akt, 2. Bild, Festwiese. Wie versessen beginnt Wolfgang Wagner in seiner eigenen Inszenierung zu wühlen. Und bevor der Hausherr nicht abwinkt, wird weitergesungen, völlig unbeirrt. Täglich auf dem Fleck, nimm uns den Hunger weg. Stundenlang wird die Aufstellung mit Kinderstatisten und Chor geprobt. Immer wieder, immer noch einmal. Wolfgang Wagner duldet keine Extratouren und halbe Sachen schon gar nicht. Das hier sind schließlich die Bayreuther Festspiele. Noch 20 Tage bis zur Premiere. Unten im Keller des ehemaligen Wohnhauses der Wagners. Ausnahmsweise dürfen wir einen ganz seltenen Blick hinter die tonnenschwere Tresortür werfen. Was sich dahinter in Pappschachteln verbirgt, ist milliardenschwer. Hier ruhen Cosimas Tagebücher, Richards Notizen, Schriften, flüchtige Gedanken, die er niedergeschrieben hat und alle überlieferten Originalpartituren. Erst kürzlich wurden für diesen Tristan 7 Millionen Mark geboten. Mit Johann Renz, genannt Renzele, tratscht jeder gern. Seit Jahrzehnten ist er der Schuster der Festspiele und wen auch immer der Schuh drückt, kommt zu Renzele. Er kennt sie alle, hat immer ein offenes Ohr und behält stets die Ruhe. Dabei hat Renzele mit seinen Hunderten von Schuhen zurzeit wirklich viel Stress. Die müssen ja nun alle richtig sitzen. Ich habe ja das Maß von dem Sänger und danach wird der Leiste gearbeitet und da kommt dann noch hier der Schuh drüber. Worauf legen denn die Sänger besonderen Wert? Passen. Nichts trinken, ne? Damit sie auch singen können. Ne? Ich meine, wenn jemand 5, 6 Stunden da steht, dann muss der Schuh schon in Ordnung sein. Parsival-Probe, noch 15 Tage bis zur Premiere. Hans Sutin gehört zu den sympathischen Bayreuther Institutionen. Mittlerweile der dienstälteste Sänger im Haus, seit 25 Jahren im Parsival und anderen Stücken. Und längst hat er das wohl skurrilste Stück Festspielgeschichte geschrieben. Seit seinen Anfängen nämlich wohnt er nicht wie andere in Hotels oder Privathäusern. Nein, Hans Sutin wohnt im Wohnwagen, mitten auf dem edlen Festspielgelände. Früher hatte ich ein Wohnmobil, aber ich bin nicht mehr so furchtbar viel unterwegs und darum wohne ich jetzt in einem Wohnwagen. Und Sie sehen ja, ich habe hier einen ganz idyllischen Platz
Und für mich ist das hier wie Ferien. Ne? Nebenan ist der Chorsaal. Wenn da geprobt wird, habe ich auch eine wunderbare Unterhaltung nebenbei. Ja, ich finde das einfach schön, denn ansonsten ist man ja immer im Hotel oder in irgendwelchen Quartieren unterwegs. Und hier habe ich einfach mal auch meinen Freiraum. Und es ist wirklich ein Privileg, dass ich hier stehen darf. Ne? Ich bin gleichzeitig der Nachtwächter des Unternehmens hier. Freitag, 12 Uhr, noch 2 Wochen bis zur Eröffnung. Probe im Restaurant, alle Bühnen sind bereits besetzt. James Levine feilt am Walkürenritt mit einem Orchester vom Allerfeinsten. Die besten Solisten aus internationalen Ensembles. Allesamt opfern sie ihre Sommerpause für 6 Wochen Bayreuth. Heute ist die einzige Orchesterprobe. Bis zum Abend hat James Levine auch seine beiden Reservehandtücher durchgeschwitzt. Werkstatt Bayreuth benebelt wie im Ausnahmezustand. Das geht hier allen so. Noch 11 Tage bis zur Premiere. Ganz oben in den verschachtelten Räumen des Festspielhauses die Schneiderei. Jedes der 500 Kostüme wird hier genäht. An manchen sitzen sie wochenlang und kein einziges Kostüm gleicht dem anderen. Zudem wird ständig ausgebessert, neue Besetzungen und manchmal auch neue Kilos auf der einen oder anderen Hüfte. Die Stoffe kommen aus Paris, aus London, aus heimischen Betrieben. Viel Leinen, viel Baumwolle, vor allem aber viel Bewegungsfreiheit für die Sänger und alles maßgeschneidert. Die Vorlagen der Kostümbildner sind detailliert. Gibt's Änderungswünsche, muss umgenäht werden. Das passiert dann dauernd. In Hörweite zur Schneiderei auf der großen Bühne hat sich Wolfgang Wagner mittlerweile mit seinen Assistenten am Regiepult niedergelassen. Er will sehen, ob sich das Chaos der zahllosen Stellproben geordnet hat. Der knorrige alte Herr ist in diesen Wochen vor der Premiere überall. Er kennt jeden, begrüßt jeden, spricht mit jedem kreuz und quer. Als dienstältester Opernintendant der Welt hat er ein hehres Prinzip. Alle in diesem Team sind wichtig, alle schuften gemeinsam für das große Werk. Und die Sänger fühlen sich durch seinen Händedruck geehrt. Der persönliche Kontakt bringt es eben mit sich. Man erwartet ja von jedem, ganz egal in welcher Position, auch besonders einen Satz und eine, möchte fast sagen, individuelle Leistung. Natürlich im Künstlichen ganz besonders. Und wenn Sie da keinen Kontakt haben, stellt er dann, kann man auch nicht rechnen, dass man mit, insbesondere mit den künstlichen Exponenten dann auch Kontakt zum Publikum bekommt. Gell? Dienstag früh, noch 10 Tage bis zur Premiere. Endlich, die beiden weltweit gefeierten Stars der letzten Bayreuther Jahre sind eingetroffen. Siegfried Jerusalem und Waltraud Meyer als Tristan und Isolde. Hier in Bayreuth sind sie ganz groß geworden. Dramatisch die Liebesszenen selbst im kalten Klavierraum. Die beiden sind ein eingespieltes Paar und brauchen dennoch Probezeit. Prompt stirbt Tristan zur falschen Seite und Isolde vergisst vor Überraschung ihren Text. Auch das ist Bayreuth.
Die Proben für den nächsten Tag werden festgelegt. Marathon. 11 bis 13. 11 bis 13. 15 bis 17 und 19 bis 21. Mammut. Ja, genau. Jetzt muss man als ob Wagner nicht lang genug wäre. Und dann shakert sie wie so oft mit den vertrauten Kollegen. Die Meier hat hier ja sozusagen Heimspiel. Niemand, so sagen Experten, niemand singt die hochdramatischen Partien von Tristan und Isolde so hingebungsvoll und leidenschaftlich wie Meier und Jerusalem. Und nirgendwo klingt es eben so wie in der weltberühmten Akustik von Bayreuth. Wir treffen die beiden bei ihrem Lieblingsitaliener oberhalb des Festspielhauses. Hier sieht man sie oft während der Pausen mittags bei Pasta, Rucola und Wein und keiner schert sich drum. Wohl auch deshalb zieht es sie jedes Jahr magisch immer wieder hierher. Ist es denn nun wirklich die reizvollste Bühne für einen Sänger, der auch alle anderen großen Bühnen kennt? Absolut. Ich meine, wir konzentrieren uns hier bei der Arbeit im Grunde genommen nur auf das Werk, auf Wagner. Und dafür ist das Festspielhaus ja gebaut worden. Und die Atmosphäre ist hier eine ganz andere. Wir können draußen im Garten sitzen. Das sitzen wir in New York zum Beispiel meistens nicht. Das ist auch zu laut. Und es ist einfach. Und auch die Arbeitsatmosphäre. Ich glaube, nirgendwo kann man so schön konzentriert arbeiten wie hier, wenn man einen guten Regisseur hat. Ja, ich denke auch dadurch, dass wir. Wie jetzt zum Beispiel das fünfte Jahr mit dem Tristan. Die Besetzung ist die gleiche geblieben. Und da entwickelt sich wirklich im Lauf der Jahre ein viel größeres Vertrauen untereinander. Und man öffnet sich auch ganz anders. Und ich finde, das ist das Besondere. Verglichen jetzt mit anderen Opernhäusern, wo man dann wieder auf einen neuen Partner trifft, den man zwar von irgendwoher kennt, aber nicht unbedingt in dieser Produktion. Irgendwas ist immer neu. Und hier bleibt das Gleiche. Es ist, ja, es schafft eine wirkliche Vertrauensbasis. Das spürt man. Was ist dran an Bayreuth? Was ist dran an Richard Wagner, der sich für sein eigenes Werk, sein eigenes Festspielhaus bauen ließ? Warum nur sitzt der ehemalige Bayreuther Sparkassendirektor als Pensionär nun aus lauter Hingabe an der Pforte West des Festspielhauses? Ernst Bach klebt an Wagner, seit er ihn hier zum ersten Mal hörte. Und seitdem lässt mich an und für sich das Werk und die Musik Wagner nicht mehr los. Können Sie das mal so ein bisschen näher beschreiben? Was ist das denn, was diese Musik so faszinierend macht, ja, für Sie? Der ganze Inhalt der Musik, die ganze Oper als solches, wenn ich das so richtig ausdrücken darf. Es ist ja jede Oper eine Romantik, liegt da eine Romantik drin in der Musik, und die ich ja sehr, sehr liebe. Ist egal, um welche Oper es sich handelt, entweder Lohengrin oder Parsifal oder Meistersinger, es ist ganz egal. Mich fasziniert eigentlich Wagner, die Musik und auch seine ganze Bühnendarstellung und das Werk überhaupt. Das ganze Jahr pilgern sie an Wagners Grab und halten selbst am Grab seines Hundes weihevoll inne. Das ist wahre Leidenschaft. Wenn wir unseren Blick jetzt nach rechts wenden, dann sehen wir, dass Wagner als Hundefreund, wie viele Deutsche auch, hier seinem Lieblingshund Russ auch ein Denkmal gesetzt hat. Sein Lieblingshund Russ ist hier zur Totenwache beigesetzt. 5 Uhr früh vor dem Kassenhäuschen des Festspielhauses. Langsam pellen sich die Fans aus ihren Schlafsäcken. In 4 Stunden öffnet der Kartenverkauf. Nicht ein einziger von ihnen wird auch diesmal nur eine einzige Karte ergattern. Doch morgen ist hier wieder alles voll. Sie haben hier übernachtet. Was machen Sie denn sonst noch alles, um an eine Karte zu kommen?
Ja, ich kenne jetzt halt nur diese Möglichkeit, an die Karte zu kommen. Grundsätzlich alles. Alles, was es für Möglichkeiten gibt. Aber ich denke, das ist die aussichtsreichste, um von heute auf morgen an die Karte zu kommen. Was ist nur dran an Bayreuth? Selbst Hoteliers sind infiziert von prallen Walküren und seufzenden Siegfrieds. So sehr, dass sich die Gäste in blau eingetauchten Wagner-Bühnen betten. James Levine beispielsweise ist hier Stammgast, immer in derselben Suite, seit 25 Jahren. Immer dann, wenn er Wagner in Bayreuth dirigiert. Mittwochmorgen Chorprobe mit Chorleiter Norbert Ballatsch, auch ein Fossil in Bayreuth seit 26 Jahren. Der Chor mit seiner musikalischen Schlagkraft gilt als heimlicher Star der Festspiele, Ballatsch als einer der gefragtesten Chorleiter weltweit. Zu laut, zu grob, mehr Piano ruft er immer wieder dazwischen und unterbricht die Probe permanent. Nuancen, winzige Nuancen, die ihn stören. Auch der Chor ist international bestückt und auch die Sänger opfern ihre Sommerpause für Bayreuth. Eins müssen sie vor allem mitbringen. Er muss sich integrieren können in eine Körperschaft. Und das ist besonders bei uns in Bayreuth hier sehr schwierig, weil wir ja eine ganz große Selektion haben. Diese Stimmen sind alle, wenn nicht schon, am Rande des Solos. Und dadurch sind die Stimmen natürlich individuell, sagen wir, tragfähiger und auch, sagen wir, mehr gefärbt als eine normale Stimme. Und die Schwierigkeit hier besteht bei diesen 134 Sängern, die wir haben, dass wir sie alle auf einen Nenner bringen, und zwar in kürzester Zeit, dass also nicht die eine Stimme durch eine besondere Helligkeit rausschlägt, die andere durch zu viel Metall oder Vibrato gibt es ja nicht, weil die nehmen wir gar nicht. Und dazu haben wir eigentlich nur 2 Wochen Zeit, um also stimmtechnisch an denen zu arbeiten und sie in diesen Klangkörper zu integrieren, der erwartet wird, die Homogenität des Klanges. Die Hauptbühne des Festspielhauses spät am Abend, noch 9 Tage bis zur Premiere. Umbauprobe vom Parsival zum opulenten Ring des Nibelungen. Auch die meisten Techniker kommen von anderen Opernhäusern, verzichten auf ihren Sommerurlaub, um in Bayreuth zum mageren Haustarif dabei zu sein. Ein einziges Mal nur kann dieser Umbau komplett geprobt werden, dann muss alles sitzen. Mit 10 Mann. 10 Mann pro Zugstange, um einen Belastungstest zu machen. Ja? Die Logistik ist durch und durch ausgeklügelt. Später, wenn die Festspiele laufen, bleibt nur eine einzige Nacht für den gesamten Umbau. Hier oben in fast 30 Metern Höhe arbeitet der Schnürmeister. Vereinfacht gesagt, zieht er die richtigen Bühnenteile zur richtigen Zeit hoch und runter. Jetzt fahrt zu, fahrt zu. Dieter Meisel zieht seit 15 Jahren die Schnüre, kennt die Partituren in- und auswendig und hat sich Wagner immer noch nicht satt gehört. Also mir persönlich gefällt der Holländer am besten unter Tannhäuser. Warum? Es ist von der Musik her. Ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack von der Musik. Der A, der bevorzugt Rock, der A, Pop. Und das ist eine Richtung, die mir persönlich jetzt am besten gefällt. Also der Tannhäuser Holländer, da ist was los und es sind viele Sänger dabei, also das ist ein ganz tolles Stück. Und das können Sie auch mitsingen? Ja, das kann ich schon mitsingen. Donnerstag, 16 Uhr, Probe Walkürenritt, nur noch 8 Tage bis zur Eröffnung. Aber für die schwierigste Bühnenkonstruktion nimmt man sich Zeit. Die Flugkörper der Walküren sind ferngesteuert, vorwärts, rückwärts, seitwärts und das Zentimeter genau. Da sitzen Ingenieure am Steuerknüppel. Über Kopfhörer werden sie angewiesen. Simon, war es jetzt zu schnell? Über uns im Achter?
Plötzlich aber passiert etwas, was niemand hat absehen können. Eine der Walküren hat eine Schwäche, die man in dieser Inszenierung nicht haben darf. Anne Schwane-Wilms hat Höhenangst. Die gesamte Probe muss unterbrochen werden für eine knappe Stunde. Ein Stockwerk höher zur selben Zeit, wieder stehen die Meistersinger auf dem Probenplan in Maske und Kostüm. 15 Minuten Zeit bleibt den Maskenbildnern für jede Frau, naturgemäß brauchen sie weniger für die Männer. Wenn die Meistersinger dran sind, geht's hier drunter und drüber. Der dritte Akt, sagt Inge Landgraf, ist die härteste Bewährungsprobe von allen. Im Moment ist es halt so, dass wir nur den dritten Akt allein haben, wo wir also über 200 Leute auf der Bühne haben. Und das ist schon ein bisschen heftig. Soloprobe am Nachmittag für Waltraud Meyer. Auch diesmal schont sie ihre Stimme nicht ein bisschen und singt voll aus. Die Walküren starten einen neuen Anlauf, diesmal gleich mit Orchester und Maske. Anne Schwane-Wilms geht's besser, alle wieder anschnallen. Nein. Und hat das hier neu? Ja. Okay, Ladies, steigt da bitte wieder ein, das Ganze von vorne. Da hängt sie dort hinten wieder schwindelerregend hoch im Bühnenraum und muss gleich auch noch singen. Stimme halten, festhalten, wie ihr wohl zumute ist. Noch ein paar Sekunden hält Anne inne und dann fällt die Erleichterung wie ein dicker Ballast von ihr. Geschafft. Der Befreiungsstoß gilt den Kolleginnen. Währenddessen drillt sich die Stadt auf die Festspiele. Jeder ist hier dem Hügel magisch zugetan. Die Festspiele sind für die fränkische Provinzstadt schließlich das größte Kapital. Die Schaufenster werden umdekoriert. Alles hat in dieser Zeit irgendwie mit Richard Wagner zu tun. Wolfgang Wagner schimmert im Glanze des Grals und erläutert Details. Das tut er gern und anschaulich. Dann bin ich also gleich sozusagen erschöpft. Zusammensecken, ja. Das ist wichtig. Ne? Ja. Mhm. Können Sie fast hinter, ne? Ja. Gut. Also eher dahinter als da drauf. Ja. Hinter dem, bis hinter dem Amboss heißt dem Siegfried. Bis, ja, genau. Also hier kann man fast sagen, bis hinter dem. Ja, so ist es schön, gell? Das ist also wirklich das. Hier. Ja. Eben. Gut. Jetzt, gell? Der umstrittene Alleinherrscher seit dem Tode seines Bruders vor über 30 Jahren hat auch mit massiven Widerständen gegen sein Regiment zu kämpfen. Viele Kritiker sprechen von Erstarrung, von der geschlossenen Gesellschaft auf dem Hügel, die keinen Platz mehr für Neues lässt. Und sowieso hat es seit Jahren keine Neuinszenierung mehr gegeben. Aber Wolfgang Wagner hat ein dickes Fell. Solche Vorwürfe, die es schon seit Jahren gibt, prallen an ihm ab, so kurz vor der Premiere sowieso.
Noch 7 Tage bis zur Premiere. Daniel Barenboim, seit 15 Jahren in Bayreuth, dirigiert im mystischen Abgrund im Orchestergraben, den Richard Wagner so tief hat liegen lassen, damit sich das Publikum ausschließlich auf die Bühne konzentriert. Musiker, die hier kommen, kommen, weil sie eine große Leidenschaft für diese Musik empfinden. Sie kommen nicht für das Geld, das könnten sie bestimmt woanders schneller und leichter verdienen, wir Dirigenten auch. Wir kommen alle hier, weil das der Tempel ist. Jetzt meine ich das nicht in einem ritualen Sinn, sondern dieser Raum, dieses Theater war gebaut für diese Musik, von Richard Wagner. So, jetzt kann ich laut schreien, sind Sie ruhig. Endspurt, eine der letzten Meistersingerproben vor der Premiere. Wolfgang Wagner wieselt wieder umher. Der 77-Jährige gilt als mäßiger Regisseur, aber brillanter Intendant und hält mit Bauernschleue und Gewitztheit ein Opernhaus, das also sage und schreibe nur 6 Wochen im Jahr geöffnet ist, auf wirtschaftlich gesundem Kurs. Ein Festspielbetreiber auf Lebenszeit, über mögliche Nachfolger spricht er höchst, höchst ungern. Das ist eben alles in Grenzen so gesetzt, dass an sich eine gewisse Bevorzugung oder dann gegeben ist, wenn er also an sich wagnerischen Stammes ist, aber natürlich nur mit der Maßgabe, dass er die Voraussetzungen hat, die Aufgaben, die hier gestellt sind, zu erfüllen. Ganz egal in welcher Form und an welcher Position, sei es in der Leitung oder gemeinsame Leitung, das muss erfüllt werden. Und sagen wir, das ist das Eigentliche, was die Bestimmung in sich hat. Und nicht nur also das oft überschäumende und ungezügelte wagnerische Temperament. Heißeste Anwärterin übrigens ist Wolfgang Wagners rebellische Nichte Nike, die mit schrillen Konzepten allzu gerne ins Festspielhaus einziehen möchte. Aber der Hausherr denkt nun mal nicht an Rücktritt. Auch dieses Jahr gibt es 500.000 Kartenwünsche, aber nur 50.000 Karten. Die meisten müssen draußen bleiben. Auch dieses Jahr wird es Lobeshymnen regnen und Buhsalven donnern. Und die Chauffeure brauchen viel Ausdauer für den langen Tristan-Marathon drinnen im pompösen Festspielhaus. Auch dieses Jahr spalten sich an Bayreuth die Lager und scheitert jede Logik. Aber so ist das eben, wenn es den Göttern dämmert.